March 1941, Operation Claymore, the first medium-scale incursion over Norway, is approved. The objectives: to neutralize industrial facilities and merchant ships in the Lofoten Islands, recruit Norwegian volunteers, and capture supporters of the collaborationist leader, Vidkun Quisling. So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Classic Commandos 1 und zur zweiten Mission. Ich nutze mal kurz die lange Pause unseres Sprechers hier, um euch kurz zu begrüßen. Und er wird bestimmt gleich sicherlich weitermachen, aber wahrscheinlich habt ihr den Rest auch schon gelesen. Wir springen einfach mal weiter direkt zum Auftrag. Well, Officer, your men will start from the south. The fuel depots are located in the northern section of the camp. Aware of these barracks, the flag indicates that there are enemy troops inside. Buildings with flags, such as this other one, may also be used as prisons. If any of your men are captured, the chances are they will be taken there. Ah, officer, once you have blown up those depots, you had better get away as quickly as possible. Don't overlook this. I suggest you capture a truck and use the southwest road. That's all. Okay, hier muss ich auch drauf aufpassen, weil hier haben wir nämlich die erste Flagge mit Hakenkreuzen, beziehungsweise mit NS-Symbolik, was nach deutschem Recht leider nicht gestattet ist in Videospielen. In Dokumentarfilmen und Filmen allgemein schon, das hat irgendwas mit Kunst und Literatur zu tun, irgendwie, da gibt es einen Paragraphen, ich kenne mich da nicht so genau aus. Computerspiele gehören wohl nicht dazu. Das heißt, werdet ihr jetzt in diesem fertigen Video wahrscheinlich nicht sehen, ist verpixelt, aber da ist ein Hakenkreuz. So, jetzt gebe ich es euch aber. Ihr wisst, dass da eins ist. So, das ist die zweite Mission, die es jetzt vom Schwierigkeitsgrad her schon ordentlich in sich hat. Hier haben wir allgemeine Hinweise und unser Ziel. Und ich werde jetzt gleich etwas in den Einstellungen ändern. Nämlich, dass meine Leute anfangen anzuhalten, wenn sie von den Gegnern erwischt werden, weil sie in dieser Mission ins Gefängnis kommen können. Das heißt, falls einer erwischt wird, kann ich ihn immer noch versuchen zu retten. So, wir haben den Green Beret, wir haben den Scharfschützen, wir haben den Taucher, den Pionier und den Fahrer wieder. Ja, jeder hat seine Rolle zu erfüllen, der Fahrer wird das Fluchtfahrzeug steuern, der Pionier wird die beiden Depots in die Luft jagen, die beiden, ja, also diese beiden Tanks hier. Der Taucher wird uns übersetzen, der Sniper kann weit entfernte Ziele ausschalten und der Green Beret kann dafür sorgen, dass er kann klettern, kann die Leichen verschleppen. Das Schiff wird das erste große Problem sein. Wir müssen versuchen, alle rüberzukriegen. Das Problem ist, dass in das Schlauchboot des Tauchers, ich glaube, nur maximal 3 Leute reinpassen. So, wie gehen wir hier am besten vor? Ich würde sagen, wir probieren mal, indem wir erst einmal schnell speichern. So, wir haben ja auch noch diesen Peilsender, mit dem man natürlich die Leute anlocken kann. Die Frage ist, wie hoch die Reichweite ist. So, und ich muss fürs nächste Mal herausfinden, ob wir hier tatsächlich keine Musik haben. Okay, das hört der noch nicht. Wir versuchen es mal mit den Fußspuren. Die sieht er natürlich nicht. Doch, jetzt. Halt! Ein Verletzter! Das lief jetzt nicht wie geplant. Aber Es gab keine Verstärkung. Okay, cool. Das heißt, wir haben jetzt nur noch hier diesen einen Typen, um den wir uns kümmern müssen. Aber als erstes checke ich mal den Sichtbereich von denen da oben.
Dürfte auch kein Problem sein. Anhand der Fußspuren sehen wir, wie weit er läuft. Das ist hier auch alles kein Problem. So, dann werden wir uns allesamt mal hierhin begeben. Weil hier sind wir nämlich auch, müssten wir theoretisch im toten Winkel sein vom Boot. Der Greenberry hat ein bisschen was abgekriegt, aber das ist alles noch nicht schlimm. So, ich denke mal, der Scharfschütze könnte sich um den dort oben kümmern. Die Frage ist, ob er dort oben gesehen wird, wenn ich ihn da umniete. Was ist, wenn er dort liegt? Tja, das ist eine gute Frage. Ist er denn quasi noch hinterm Haus, sozusagen? Dort vorne wird er vermutlich gesehen. Der muss auf jeden Fall weg, weil ansonsten können wir auf jeden Fall nicht übersetzen mit dem Boot. Andererseits haben wir in diesem Bereich einen toten Winkel, weil er sich tatsächlich nicht nach links umdreht, sondern nach rechts und dann in diesen Bereich reinschwenkt. Aber ich denke, auf dem Rückweg wird er dorthin sehen. Ja. Oh, das ging schief. So, jetzt kann ich natürlich wieder nicht alle markieren, um die dort auszuladen. Das ist natürlich hier sehr bescheiden. Das haben wir natürlich gleich mit mehr Wachen zu tun. Tja. Und ich habe hier natürlich nicht gespeichert danach. Das heißt, das muss ich gleich nochmal machen. Das ist sehr, sehr ärgerlich. So, wenigstens das lief jetzt besser. Oh, die Fußspuren hat er nicht gesehen. Das war knapp. Das war echt knapp. Auch das hat keiner mitgekriegt. Wunderbar. Oh. Da habe ich gerade richtig Schwein gehabt. Jetzt wird der aber definitiv die Fußspuren sehen, denke ich, oder? Doch nicht. Ja, ab Kommandos 2 kann man übrigens die Gegner auch bewusstlos schlagen. Also man muss sie nicht töten, sondern man kann sie auch bewusstlos schlagen. Wachen aber nach einer Zeit dann wieder auf. Das heißt, man muss sie fesseln. Das kann aber nur der Dieb und der Greenberry. So, nochmal. Laufen wir jetzt alle hier hin. Speichern diesmal.
So, der scheint da oben drauf tatsächlich nicht gesehen zu werden. Hat unser Pionier überhaupt schon den Sprengstoff? Ja, den hat er, weil auch das ist nicht immer klar. Manchmal muss man den sich auch erst noch besorgen. So, wir warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass das Patrouillenboot hier nochmal lang fährt, damit wir wirklich Zeit haben, weil sobald das Ding auftaucht, kriege ich das hier von der Geschwindigkeit her nicht gemanagt, da auszuweichen oder die Fix da rüber zu setzen. So. Wir beeilen uns trotzdem. Und warten hier, bis das Boot wieder von oben kommt. Weil das ist mir noch ein bisschen zu heikel. Weil das Boot, das zerschießt nämlich auch unser Schlauchboot, wenn wir das hier irgendwo liegen lassen. Und dann kommen wir nicht mehr rüber. Und dann ist die Mission quasi gescheitert. So, ich gucke mal, ob das alles so richtig ist, die hier oben abzuladen. Den Scharfschützen brauche ich eigentlich nicht weiter, denke ich mal. Der Green Beret kann. Oh, da stand noch eine. Mensch. Na sowas. Der Scharfschütze, wenn man vom Teufel spricht. Okay, mit dem Green Barrett, ich spreche es jetzt einfach mal Barrett aus, ich glaube, das ist die englische Variante, kann ich natürlich hier die Leiter auch runterlassen und dann so alle mit reinlassen, dann kann ich mir hier die ganzen Patrouillen draußen sparen. Also ich muss hier eigentlich gar nicht rumgehen. Hier sind auch noch die MG-Nester. Also das ist eigentlich viel zu viel. Die könnte man sicherlich auch mit dem Scharfschützen ausschalten. Aber ich weiß nicht, ob die hier oben von den Patrouillen gesehen werden. Von daher dürfte das, glaube ich, der einfachste Weg sein. So, da werde ich tatsächlich nicht gesehen. Ah, das ist hier ein bisschen tricky mit der Steuerung. Ups. Die Frage ist, mache ich jetzt einfach weiter? Probiere ich es mal. Weil unser Fahrer, der hat ja noch die Maschinenpistole. Vielleicht schafft er es, die alle auszulöschen. Ich probiere das einfach mal. Okay, das hat nicht funktioniert und ich kam irgendwie auch gerade mit der Waffe mal wieder nicht klar. Wer hat mich denn? Ach, da steht noch einer.
Der kann da noch irgendwie hintergucken. Okay. Und das funktioniert auch nicht. Okay, man wird dort oben tatsächlich gesehen. Ne, nicht da oben, genau da. Ich wurde unten gesehen. Nein, du sollst nicht hochklettern. Boah. So, den müssen wir uns irgendwie schnappen. Was zum Teufel machst du da? So, der guckt tatsächlich nicht sonderlich weit. Das heißt, es dürfte hier eigentlich kein Problem werden, uns den hier zu greifen. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Rest der Bande hier rüber kriegen. Ah, die haben auch alle eine unterschiedliche Laufgeschwindigkeit. So, jetzt muss es gut getimt werden, weil hier haben wir nämlich einen Zeitzünder. So. Wir werden jetzt alle schon mal hier rein verfrachten. Oh Gott, kann das Auto da tatsächlich nicht durchfahren? Ja, yeah, all your men have died or have been captured. Und die Typen jagen sich selbst in die Luft. Ich kann mit dem Auto nicht da durchfahren? Doch, das muss doch gehen. Halt, ich habe eine Idee, woran es gelegen haben könnte. Irgendwie funktioniert das mit dem Festen eben sowieso nicht. Ich stelle es einfach mal wieder aus. Fährt nicht. Jetzt gehen wir doch gleich wieder hoch. Warum funktioniert das nicht? Er hält an, er fährt gegen, aber er fährt nicht durch. Okay. Um den müssen wir uns noch kümmern. Das wird aber leicht. Den lenken wir ab. Halt!
Stimmt, die werden natürlich im Auto gesehen. Mann, 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 Mann. Ich stelle mich hier aber auch gerade an. Der verlässt seinen Posten nicht. Das ist blöd. Zu langsam, Kumpel. So, den laden wir hier ab. Abladen. Einsacken, Ausrüstung ist teuer. So, jetzt können wir hier alle Mann bis auf den Pionier rein. Jetzt speichere ich nochmal. So, und damit wir bei der Flucht nicht von diesem Trupp sofort zerlegt werden, weil das Ding hält uns tatsächlich auf, werde ich abwarten, bis wir hier noch kehrt machen. Dann werde ich den Sprengsatz legen und dann werden wir uns aus dem Staub machen. Bin auf Nummer sicher, ob wir auch alle im Fahrzeug sind. Yep. Habe ich auch keinen Einsatz hier übersehen. Quiet Blow Up. Okay, ganz so ruhig wird es wahrscheinlich nicht. Krass. Das funktioniert alles nicht. Ich wollte hier eigentlich auch... Gut, machen wir es anders. Okay. Das heißt, man kriegt nicht mal diese Schranke da weggesprengt. Scheiße. Das gibt's nicht. Ich muss echt warten, bis der dort ganz oben ist, dieser Trupp. Ansonsten, die haben eine unglaublich hohe Reichweite und auch eine unglaublich hohe Schussreichweite. Oder ich müsste den als erstes ausschalten, aber ich kann schlecht einen ganzen Trupp da ausschalten. Da nützt mir auch jetzt die Falle von dem Pionier nicht viel. Den natürlich einfach schon mal machen kann. Ja, ich werde das Ding da einfach schon mal zerstören. Puh, hätten wir es doch endlich geschafft nach, ja, ziemlich vielen Rückschlägen und ziemlich viel hin und her. Sustained Damage ist sogar sehr gut. Mission Time gar nicht mal so schlecht, sogar noch besser als in der ersten Mission. Ja, also kann man eigentlich sagen,
Es wurde keiner verletzt, es haben alle überlebt und wir haben den Nazis ordentlich den Arsch aufgerissen. Also von daher, Mission 2, absoluter Erfolg. Und wir sehen uns wieder zu Mission 3. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.